Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einer neuen Folge, zu einem Update über das Armatus XS. Heute geht es mal nicht um dieses wunderschöne große Aquarium hier, da hat sich auch einiges dran getan, aber das habe ich schon in einem Live hier und da dokumentiert, kommt auch noch in einem separaten Video, aber darum geht es heute nicht. Wir schwenken jetzt gleich mal rüber, direkt rüber zum Armatus XS, da geht es heute um die, ja, wie schlägt es sich, wie verhält es sich, um die Servicearbeiten, die zu machen sind und. Was ist mein Eindruck davon und all das Ganze will ich in dieses Video mit reinpacken. Also, auf geht's, wir wechseln rüber. Ja, was soll ich sagen? Es ist eine Zeit lang am Laufen bei mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer überrascht von diesem süßen, kleinen 8 Liter Mini Aquarium. Es ist erstaunlich einfach zu pflegen, mit der Einschränkung, dass ich natürlich sehr einfache Korallen drin habe. Also ihr braucht jetzt gar nicht hinzugehen und versuchen, da höhere SPS drin zu halten, ohne da jetzt viel groß an der Technik zu ändern, weil ihr müsst dann definitiv einiges ändern. Was hier reingehört, sind in meinen Augen einfache Effe-Korallen, die keine großen Ansprüche haben auf an Wasserwerte, an Schwankungen, die Schwankungen sehr gut mitmachen können, weil die sind im Endeffekt auch da. Und was habe ich hier gewählt? Fangen wir mal von rechts nach links, also von meiner Sicht, oder von links nach rechts, so an. Ich habe hier links außen habe ich ein Briareum. Das ist ein ganz anspruchloses Tier. Die können sehr viel ab. Ich habe hier eine Arkan drin, ich habe hier einige Zoas drin, einfache Zoas, also nichts mit irgendwelchen High-End-Namen oder so. Bam-Bams, Raster sind drin, etc. Hier habe ich eine einfache Chalice habe ich drin, Scheibenanemonen, verschiedene Arten. Was hier nicht, komischerweise nicht vernünftig drin funktioniert und was ich auch wieder rausholen werde. Ich habe hier meine Baby-Fungien drin und die vertragen tatsächlich diese Schwankungen oder das Nicht-Vorhandensein von irgendwelchen Elementen tatsächlich nicht. Die werde ich rausholen. Aber alles in allem ist es so, dass dieses Aquarium tatsächlich bei mir ohne Probleme läuft. Und ich packe auch nicht viel an Zusatz rein im Endeffekt. Ich gehe hin und fülle dann mal einmal die Woche oder zweimal die Woche hier mit meinem Behälter, den ich hier neben stehen habe, gehe ich dann in den Keller und hole mir Osmosewasser und fülle es nach. Ich habe hier an der Seite, blende ich euch mal kurz mit ein, habe ich mir mit Tesa eine Markierung gemacht, habe das Tesa aufgeklebt und dann mit einem Edding eine Markierung drauf gemacht, was ich da, wo da der Wasserstand ist. Und ja, das war's im Prinzip. Aber es ist im Endeffekt auch so, dass entweder einmal die Woche oder alle zwei Wochen ich einen 50-prozentigen Wasserwechsel von da drüben mache. So, da sind alle Spurenelemente auch da, wo sie hingehören oder zum Großteil da, wo sie hingehören. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für, ich sag mal, die Versorgung der entsprechenden Tiere hier drin. Weil die brauchen tatsächlich auch im Endeffekt Spurenelemente, die brauchen Nährstoffe und. Und das spare ich mir im Endeffekt dadurch, indem ich da hingehe und das Wasser von da drüben nehme, das sehr nährstoffreich ist, weil ich ja sowieso mit sehr hohen Werten fahre. So, und da ich hier keine Korallen drin habe, die jetzt großartig, ich sage es mal, auf Schwankungen reagieren, wie zum Beispiel Euphilien oder SPS generell. Ich habe es tatsächlich mit kleinen Ablegern probiert, habe sie reingesetzt und habe sie auch relativ hochgesetzt und das sah zuerst auch gar nicht schlecht aus, aber es ist nun mal im Endeffekt so, dass ich hier an diesem Becken ja keine technischen Einrichtungen drin habe. Also sprich, ich habe keine automatische Nachfüllung. Ich habe tatsächlich mit der Lampe keinen Tagesverlauf, sondern nur hier durch meinen Smart Schalter ein einfaches An- und Aus des Lichts und ja, und die Pumpe, die dann halt im Endeffekt umwirbelt. Das ist alles, was ich tatsächlich hier mache. Aber wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist und bleibt, und da möchte ich auch an alle nochmal appellieren, die dieses Becken super toll finden und sagen, damit fange ich an, lasst es bitte.
außer ihr habt ein großes Becken im Hintergrund oder ihr habt jemanden an der Hand, der euch zum Thema Nährstoffe hier dementsprechend fachgerecht helfen kann. Weil es ist nicht damit getan, einfach einen Wasserwechsel zu machen. Es fehlt an allen möglichen Sachen, um dieses Becken einigermaßen am Laufen zu halten. Und mit dem Wasserwechsel aus dem großen laufenden Becken ist das was ganz anderes, als wenn ich einen Wasserwechsel mit frisch angesetztem Wasser tue, mache. Und da ist ja noch nichts drin an Nährstoffen. Da sind die, die Spurenelemente drin, da ist die Kalkversorgung gegebenenfalls mit drin, die man ein kleines bisschen dann wieder dahin bringen, wo sie sein sollte. Ja, und das war es dann im Endeffekt. Aber das, was wichtig ist, also sprich der Stickstoff und das Phosphat, das, was die Korallen tatsächlich brauchen, das ist da nicht drin. Und das kann man nicht so einfach auf diese geringe Menge hier vernünftig dosieren. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das möchte ich euch definitiv mit an die Hand geben. Wenn ihr euch so ein Becken hinstellen wollt, dann schaut bitte, dass ihr auch dementsprechend ein funktionierendes Becken habt, wo ihr den Wasserwechsel draus macht. Ansonsten ist es in meinen Augen, meine persönliche Meinung, relativ schwer, überhaupt die Tiere vernünftig zu halten. Wie gesagt, Scheibenanemonen und alles, was ich hier drin habe, die einfachen LPS und die Weich- und Röhrenkorallen, die ich da drin habe, denen stört das nicht, wenn da mal eine Schwankung ist. Aber alles, was höherwertig an Korallen ist, funktioniert nicht, definitiv nicht. Ja, wie ihr schon im Endeffekt mitbekommen habt, ich mache ja so einmal oder zweimal die Woche kippe ich Osmosewasser nach. Das heißt im Endeffekt aber auch, dass wir hier eine entsprechende Verdunstung haben und mein Salzgehalt tatsächlich, wie ich es am Anfang auch befürchtet habe, enorm schwankt. Das heißt, wenn ich mit der 35er PSU am Sonntag starte, dann habe ich garantiert, wenn ich Mitte der Woche Wasser nachkippen muss, so einen halben oder einen dreiviertel Liter an Osmosewasser, dann ist es tatsächlich so, dass meine PSU fast auf 40 bis 35, auf 40 bis 42 gestiegen ist. So. Aber komischerweise macht den Korallen, die ich hier drin habe, das relativ wenig. Und ich habe hier auch, versuche ich euch mal mit einzufangen, eine Sexy Shrimp drin. Habe tatsächlich nur eine gekriegt und der macht das komischerweise auch nichts, wenn ich dann jetzt hingehe und das Osmosewasser dann, ich sag mal, innerhalb von 2 Stunden von der 35er, von der 42er oder 40er Dichte wieder runterbringe auf eine 35er PSU. Das macht den Korallen tatsächlich hier in diesem Becken nichts, also diese einfachen Korallen. Und der Sexy Shrimp macht es auch nicht. Aber es gibt da garantiert andere Tiere, denen das was macht. Und von daher hier auch wieder der erhobene Zeigefinger von mir, das ist nicht umsetzbar bzw. übertragbar auf andere Becken. Ja, dieses Becken hier hat seine eigenen, Hintergründe bzw. seine eigenen Regeln, nach denen es läuft. Und die sollte man grundsätzlich beachten und dann hat man auch relativ lange Freude davon. Ja, kommen wir jetzt mal dazu, was hier tatsächlich an diesem Becken gemacht werden muss und wie man es am besten machen könnte. Und was ich gegebenenfalls im Endeffekt auch noch geändert habe hier, gehen wir das in der Reihe nach mal durch. Also, tun wir erstmal die komischen Sachen hier zur Seite, die hier liegen, Zahnbürste und Klinge. Schauen wir uns das Becken doch mal etwas genauer an. Und wenn mich nicht alles täuscht, sieht das jetzt ziemlich blau aus. Ich schalte mal kurz in den Weißmodus und dann müsste das eigentlich, genau, jetzt machen wir es noch ein bisschen heller. Genau, jetzt ist es vernünftig zu sehen und es ist tatsächlich so, dass ich relativ wenig dran mache, weil ich bin ja ein fauler Mensch, das wisst ihr ja, und dieses Becken soll hier einfach nur so wirklich schön in der Ecke stehen und mich am Schreibtisch direkt erfreuen. 100 Punkte für den Hersteller schon mal, das hat er geschafft. Es ist wunderschön, es läuft wirklich leise, also hört ihr was? Ich auch nicht. Diese Pumpe ist tatsächlich so, wie sie ist, leise und entsprechendes, der Heizstab tut auch seine Wirkung. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, jetzt muss ich da mal eben gucken, wo ist das gute Stück? Hier nebenan. Ich weiß nicht, sieht man das? Nein, das sieht man wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Temperatur von knapp 22 Grad.
obwohl ich 25 eingestellt habe. Das hat dann damit zu tun, dass die Umgebungstemperatur hier momentan gerade, lass mich nicht lügen, bei 17 Grad ist. Es ist heute ziemlich frisch hier in diesem Raum. So, der Heizstab, der hier drin ist, der schafft es bei, in Anführungszeichen, normaler Raumtemperatur zwischen 20 und 22 Grad, den Rest anzuheizen. Es ist immerhin nur ein Heizstab in USB-Größe. Und dieses Becken steht hier natürlich frei und verliert rundherum, einmal hier unten durch den Buddy und einmal oben definitiv Temperatur. Also müsste das Ding da unten sehr viel größer sein und. Fakt ist, dieser Heizstab schafft es bei der normalen Umgebungstemperatur, das Becken auf die entsprechende Temperatur zu bringen. Jo, ist die Umgebungstemperatur aber dementsprechend niedrig, schafft dieser Heizstab das tatsächlich nicht. Das sollte man im Vorfeld schon mal wissen. Aber ich gucke noch mal in die Bedienungsanleitung, ob da irgendwas drinsteht vom Hersteller. Aber Fakt ist, das ist auch ein Grund, warum dann man hier nicht, ich sag's mal, mehr oder empfindlichere Korallen reinpacken kann. Die Umgebungsparameter müssen natürlich stimmen. So, jetzt habe ich da drüben ein sehr großes Aquarium stehen, was sowieso schon viel Feuchtigkeit in den Raum abgibt. Und ich muss hier regelmäßig lüften. Direkt mir, schräg gegenüber diese Richtung, ist ein großes Fenster. Eine große Tür. So, diese Tür benutze ich zum Stoßlüften. Und heute bei diesem wunderschönen Wetter an dem Samstag haben wir natürlich den halben Tag die Tür offen. Und die Raumtemperatur ist, wie gerade eben schon gezeigt, runter auf 17 Grad. Dann geht natürlich auch das hier etwas runter. Also das sollte man dementsprechend beachten bei der Zusammenstellung und Auswahl der Tiere. Aber auch bei 22 Grad ist es tatsächlich so, dass wir, ich sag mal, an der unteren Grenze arbeiten. Der Heizstab arbeitet, der hält das auf der Temperatur. Also ich habe es noch nicht tiefer gesehen hier. Auch nicht, wenn die Raumtemperatur bei 14 oder 15 Grad war. Das hatten wir hier im Winter auch schon. Also er arbeitet schon ziemlich gut. Aber es ist ein Punkt, den man definitiv im Hinterkopf behalten sollte. Ja, zur Pumpe habe ich gerade eben schon gesagt. Die sollte regelmäßig überprüft werden, beziehungsweise die ist leise. Die hat ja vorne so ein kleines Gitter drin. Blende ich gleich auch nochmal kurz separat mit ein. Die tut ihren Dienst und reicht meiner Meinung nach vollkommen für diese Art Korallen aus. Wenn man jetzt hingehen möchte und sich daran versuchen möchte, hier in dieses Becken High-End-SPS reinzusetzen oder generell SPS, dann kann man definitiv erstmal sagen, viel Spaß, wird interessant. Weil dann dürft ihr dieses Becken erstmal kräftig aufrüsten. Ihr müsst gucken, dass ihr den KH misst. Ihr müsst gucken, dass ihr eine automatische Wassernachfüllung habt. Kommt übrigens auch noch ein Update hier wahrscheinlich demnächst. Der René Schlöter, anderer Kanal, den verweise ich mal eben kurz hier in diesem Video, ist so ein kleiner Bastelspezialist. Der hat die Lampe umgebaut, der hat eine automatische Nachfüllung dafür gemacht, beziehungsweise auch gezeigt, wie es geht. Video verlinke ich auch mal eben kurz. Also es geht schon, dass man das aufrüstet und das auch relativ günstig, wenn man so ein kleines bisschen Ahnung vom Basteln hat und sich mit Elektronik etwas auskennt. Aber okay, anderes Thema. Das kann funktionieren, ja, mit viel, viel Aufwand. Aber das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja ein schönes, einfaches Becken hier stehen haben. Und da gehe ich zu 99% von aus, dass ihr da draußen das genauso machen wollt wie ich. Hinstellen, Tierchen rein, wohlfühlen, laufen lassen. Das ist der Plan. Ja, wie gesagt, wir waren bei der Pumpe, wir waren beim Heizstab. Lampe passt auch soweit. Man muss halt bloß schauen, ab und zu, je nachdem, wie man hier den Ausströmer gestellt hat, plätschert das Ganze hier so ein kleines bisschen und mache ich auch nochmal ein separates Bild von. Dann hat man hier an der Lampenunterseite entsprechende Ablagerung vom Salz, die natürlich so ein kleines bisschen, ich sage mal, die Lichtintensität beeinflussen. Ich habe die Lampe tatsächlich hier mit einer sehr geringen Lichtintensität laufen. Also ich sag mal, die ist aufs erste Drittel eingestellt. Und das reicht vollkommen aus. Für mehr, wenn ich mehr reinpacke, dann sieht man direkt schon, die Korallen machen zu, die klemmen, das ist denen zu hell. Weil es sind ja auch tatsächlich einfache Korallen, die wenig Licht brauchen.
Ich hatte aber auch, wie gesagt, vorher SPS drin und habe es mit mehr Licht probiert. Es lag also definitiv nicht am Licht. Gut, kommen wir zu dem, was weniger viel Spaß macht, was aber eigentlich, ich sag's mal, mit 15, 20 Minuten Arbeit erledigt ist. Also sprich, den Service, den man hier im Endeffekt am Becken machen sollte. So, dazu gehe ich jetzt erstmal hin und mache jetzt hier mal eine andere Lampe an, weil ich jetzt nämlich das Lämpchen hier ausmache, weil ansonsten komme ich nicht vernünftig ins Becken rein. Ich lege die mal auf Seite. Mal so nebenbei. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier haben wir dementsprechend leichte Ablagerungen drauf. Die habe ich aber jetzt aber auch schon vor 3 Tagen das letzte Mal sauber gemacht. Also, das ist so eine Sache. Da muss man dann gucken, wie man den Ausströmer stellt oder ob man vielleicht ein klein bisschen den Wasserstand erhöhen kann. Wäre noch eine Sache, werde ich mich noch drum kümmern. Aber Fakt ist, ja, da kommt ein bisschen Spritzwasser von unten an die Lampe. Ist aber nicht weiter schlimm, beeinträchtigt sie nicht großartig. So, jetzt machen wir hier erstmal Licht drauf. Alexa, Strahler einschalten. Hey! Funktioniert sogar. So, und jetzt zoomen wir hier mal auf das entsprechende Becken etwas näher ran. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ich ziehe das Video größer. Was wir jetzt brauchen, um die Ecken vernünftig sauber zu kriegen, habe ich gemerkt, ist am besten eine einfache Zahnbürste mit normal harten Borsten. Weil die Algen, die sich absetzen, sind tatsächlich in den Ecken schon etwas hartnäckiger. Man könnte jetzt natürlich auch mit dem gesamten, die gesamte Scheibe darüber machen und gucken, was überbleibt. Und ihr seht, ich hoffe, das sieht man auf dem Video. Das geht schon. Also, es ist schon etwas schwierig, beziehungsweise wenn man das wahrscheinlich öfter macht, am Tag, je nachdem, was ihr für Nährstoffwerte habt und wie viele Algen hier sich tatsächlich bilden, dann dürfte das dementsprechend wahrscheinlich einfacher gehen. Da ich ein fauler Mensch bin, kriege ich immer so einmal die Woche die Quittung und muss ein bisschen mehr tun, um das tatsächlich sauber zu bekommen. So, wenn ich jetzt tatsächlich hartnäckigere Stellen habe, dann muss ich selber hier zu anderen Mitteln greifen, die ich drüben bei meinem großen Becken stibitzt habe. Und zwar ist das hier diese, ich sage mal, einfache Acrylklinge. Ist jetzt nichts Wildes. Ich behaupte jetzt mal stock und steif, ihr könntet euch wahrscheinlich auch Hobbyglas nehmen und nehme ich mal eben hier dickeres Hobbyglas. Also 4 bis 5 mm sollte es schon haben. So, ihr braucht eine wirklich vollkommen gerade Fläche. Das ist schon mal wichtig, weil ansonsten funktioniert das mit dem Abkratzen, mit dem Kratzen nicht. Und um diese Kanten hier brauchbar zu kriegen, geht er hin, packt das Ganze auf Schleifpapier, haltet das gerade und fangt an zu schleifen. So, auf dem geraden Untergrund. So, und dann habt ihr im Endeffekt hier scharfe Kanten. Und mit dieser scharfen Kante kann ich tatsächlich hingehen und die restlichen hartnäckigen Sachen, die jetzt hier noch sind, von der Scheibe entfernen. Ich nehme auch ganz gerne mal die Kopfseite davon, um bis in die Ecken zu kommen. Und mit so einer Acryl- bzw. Hobbyglasklinge bekommt ihr die Scheiben sehr gut gereinigt. So, wir machen mal kurz einen Schnitt. Ich mache die Scheiben rundum sauber und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir Sturm im Wasserglas, weil ich habe ja nicht nur die Scheiben sauber gemacht, sondern auch gleichzeitig bin ich hingegangen und habe so ein bisschen den Dreck aufgewühlt, der sich so dann doch hier und da ansammelt, weil der soll ja nicht hier oben drin sein, der soll sich ja im Endeffekt tatsächlich im Schacht beziehungsweise dann anschließend im Technikbecken sammeln. Das heißt, ich lasse das Ganze jetzt erstmal ein kleines bisschen laufen, fische jetzt gleich hier noch meine süßen kleinen Fungien raus, die packe ich wieder drüben ins Becken rein und hoffe, dass sie sich wieder erholen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Part. Dann geht es jetzt nämlich mal um das Technikbecken. Da habe ich auch so einige Kleinigkeiten rausgefunden für mich persönlich, wie ich es am besten betreibe, wo ich was hinmache und. Und ja, da gehen wir dann jetzt im nächsten Schritt drauf ein. So, Leute,
Ich habe jetzt hier erstmal alles vorbereitet, damit wir jetzt hier den Wasserwechsel machen können, beziehungsweise damit ich das Becken an sich abheben kann. Dazu habe ich mir hier zwei gleich hohe Boxen hingestellt. In der Mitte eine Aufnahme, damit hier das Wasser nicht meinen Schreibtisch versaut, und hier separat in die Boxen auch noch was reingelegt. Ihr könnt euch da was anderes nehmen, wie ihr wollt. Es ist im Prinzip recht einfach. Ich gehe jetzt erstmal hin, löse das Becken von der unteren, dann schwappt es ein bisschen und dann kippe ich noch ein bisschen mehr Wasser ab, damit es nicht überschwappt. So, und jetzt habt ihr zack gehört, jetzt ist da unten was abgegangen. Das war nämlich der Schlauch. Und wir haben jetzt ja hier den Überlauf und den stelle ich genau hier zwischen. So, jetzt sehen wir das Becken im Prinzip von oben. Und dann gehen wir mal ein kleines bisschen näher ran, damit ich euch erklären kann, warum, weshalb, wieso. So, wir haben jetzt hier, tatsächlich haben wir den Dreck drin. Einerseits haben wir hier Dreck drin, da seht ihr selber, da ist einiges aufgefangen worden. Dann haben wir hier den Auffang, der ist nur im oberen Bereich. Und ich habe dieses Schottblech tatsächlich wieder andersrum reingepackt. Auch aufgrund der Tatsache, weil ich gemerkt habe, dass trotz alledem, dass hier wegen dem Schwemmen hier noch sehr viel an Dreck rüberkommt. Das passiert nicht, wenn das Wasser sich hier drin sammelt und von unten nach oben hier über dieses Schottblech drüber muss. Dann habe ich hier tatsächlich weniger. Ich mache da mal eine separate Aufnahme von. Wo ist mein Handy? Und dann zeige ich euch das separat mal, wie das Ganze von oben genau aussieht. So, dann kann ich jetzt hier meinen Heizstab erstmal rausnehmen. Wie gesagt, das ist alles ausgeschaltet etc. pp. Und hier meine Pumpe. So, bei der Pumpe ist halt zu beachten, gleich bei der Reinigung, nehmen wir hier mal raus und dann halte ich das Ganze mal hier unten gegen das Licht, dann dürftet ihr das schon sehen. Na, seht ihr das? Ich hoffe, das ist zu sehen. Da ist genau an der Stelle, wo halt der Einzug ist, hier, da sammelt sich dann auch der Dreck. Das muss regelmäßig gereinigt werden und das hatte ich schon mal gesagt in einem separaten Video. Wenn die sich zu sehr zusetzt, dann hört man das, dann wird die so ein kleines bisschen lauter. So, ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt hin, packe dieses Wasser, was ich jetzt hier habe, unten in meinem Technikbecken im Aquarium, gehe in den Keller, mache einmal kurz das Becken sauber und die Schwämme und komme dann mit fertig aufgefülltem Wasser wieder hier hin. Und dann können wir im Prinzip das Becken wieder in Betrieb nehmen. Zeitsprung. Das Becken wurde gereinigt, neu befüllt. Habe ich euch gerade mal kurz eingeblendet, wie ich das mache. Auch da, keep it simple, also das übliche KISS-Prinzip. Jetzt packen wir den Heizstab wieder rein. Befestigen hier unten. So, und das mache ich jetzt gleich separat, weil dafür muss ich erstmal das Becken jetzt versetzt auf das ja, aufsetzen. Das wird jetzt wahrscheinlich gerade mal nicht so richtig funktionieren. Moment. So. Einmal schräg drauf. So kommt ihr übrigens auch recht gut so mal ans Becken dran. Jetzt nehme ich mir hier hinten die Pumpe und packe die einfach wieder mit hinten dran. Die drücke ich auf den Boden fest und schaue gleichzeitig, dass die links und rechts nirgendwo dran kommt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut mit den Saugnäpfen. So, ich mache euch nochmal ein Bild von oben, wie das Ganze jetzt da unten aussieht. So, blende ich euch mit ein. Ja, und dann im Prinzip versetzen, verdrehen, draufsetzen und
dann ist das Ganze schon fertig. Jetzt nehme ich das Ganze mal wieder in Betrieb, mache den Stecker unten rein. Muss natürlich erstmal wieder das Wasser ein kleines bisschen auffüllen und ihr seht selber so ein kleines bisschen hier, seht ihr hier und da die Spritzer, die momentan hochkommen. Und jetzt haben wir den Wasserstand schon wieder erreicht. So, jetzt mache ich die Lampe hier einfach mal kurz aus. Jetzt will ich nämlich eben schauen. Ich habe ein bisschen zu wenig Wasser drin, weil ich hier unten eine Markierung habe. Und da ist dann dementsprechend Sand frei. Dann kommt das Licht bis hier unten und dann kann ich hier an der Seite sehen, wie hoch der Wasserstand noch nachgefüllt werden muss. Jetzt packe ich eben kurz ein bisschen was rein. Hui, da kommt noch ein bisschen Dreck auf, noch ein bisschen Dreck aufgewirbelt. So kriegt man übrigens den Dreck dann auch aus dem Riff raus. So, jetzt machen wir das Lämpchen nochmal aus und gucken, ob das hier noch war. Fast. Ja. Jetzt reicht es. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass wir auf die gleiche Menge an Wasser kommen, damit dementsprechend hier auch die richtigen Wasserwerte wieder hergestellt werden. Wir machen kurz einen Schnitt. Ja, Leute. Und jetzt steht sie wieder da, wie es stehen soll. Ihr seht, es ist alles noch ein bisschen zu. Und im Endeffekt haben wir jetzt auch wieder ein kleines bisschen stummes Wasserglas, weil ich bin hingegangen und habe noch mehr aufgewirbelt. Hätte ich im Vorfeld machen sollen. Ja, tatsächlich. Aber kein Problem. Das läuft jetzt soweit. So, kleine Niesattacke hier. Ja, im Endeffekt können wir jetzt dann wieder die Lampe montieren. Wie gesagt, ich habe sie von unten drunter wieder sauber gemacht. Ein kleines bisschen, ich versuche das mal so einzufangen. Das ist immer nur ein Tröpfchen auf zwei. Spritzt das hier so ein kleines bisschen hoch. Also ab und zu die Lampe mal von unten reinigen ist jetzt nicht das Große. Und so. Dann setzen wir mal die hier drauf. Strahler nach oben. Alexa, Strahler ausschalten. Jetzt hat sie gehört. Und dann machen wir das Licht mal wieder an. So, schauen wir mal. Ja, scheint einigermaßen rüber zu kommen. Jetzt ist natürlich alles zu allem beleidigt, weil wir haben wieder eine Umstellung. Und ja, im Endeffekt war das jetzt für mich, ich sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde, um das jetzt mal rauszuziehen, die ich jetzt in dieses Becken tatsächlich investiert habe, um es zu pflegen, um den Zustand wieder herzustellen. Fakt ist auf jeden Fall, in meinen Augen ist es einfach zu pflegen, wenn man die richtigen Tiere drin hat. Wenn man dementsprechend ein großes Becken hat, wo man einen vernünftigen Wasserwechsel draus machen kann. Wenn man die entsprechenden Nährstoffreserven hat. Also da ich sowieso mit relativ hohen Nährstoffen da drüben fahre, ist das hier tatsächlich das kleinere Problem für mich. Und ja, so halte ich das Becken am Laufen. Ich werde demnächst tatsächlich hier ein kleines Upgrade dran kriegen, wahrscheinlich. Der René Schlöter, wie gesagt, hat entsprechend eine selbstgebaute Nachfüllanlage, die wir hier drin verbauen wollen. Und der hat, was hat er noch? So, lass mich nicht lügen. Genau, er hat die Lampe umgebaut, dass sie tatsächlich per App im Endeffekt umgebaut werden kann. Ich schaue mal, ob wir da ein einfaches Video draus machen oder ob wir das tatsächlich ein Live draus machen, werden wir sehen. Aber das werden wir definitiv dokumentieren, weil er wollte sowieso mal hier vorbeikommen. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal dementsprechend an. Also mein Fazit zu dem Becken ist definitiv, es ist ein wunderschönes, kleines Becken, was aber in meinen Augen halt nicht, ich sag jetzt mal, für Anfänger geeignet ist. Definitiv nicht. Es muss Hintergrundwissen da sein, auch wenn es tatsächlich einfach, in meinen Augen, so wie ich es jetzt betreibe, sehr einfach ist, weil ich aber da hinten an dem Becken aber auch weiß, was ich tue.
Da sorge ich für die richtigen Nährstoffe, da sorge ich für den richtigen KH, Calcium etc. pp. So, dadurch, dass ich hier relativ einfach ohne Probleme einen entsprechenden Wasserwechsel von 50% machen kann, ist es in meinen Augen sehr einfach tatsächlich zu halten, zu realisieren, das Ganze am Laufen zu halten, wenn die Nährstoffverhältnisse da sind, wenn Nährstoffnachschub da ist. Ob das jetzt im kleinen Maß jetzt hier vernünftig funktioniert, wenn man dosiert, habe ich tatsächlich mich nicht mit beschäftigt und wollte ich so auch nicht. Ich weiß aber definitiv, beim René ist es ähnlich. Der betreibt sein Becken genauso wie ich mit Wasserwechsel aus seinem Stammbecken. Und da funktioniert es in der Regel auch. Bei ihm ist es halt aber so gewesen, dass er dann seine relativ geringen Nährstoffwerte hat, weil er hat einen Aufbau genommen, der komplett tot war. Den Aufbau, den ich hier gewählt habe, war schon eingefahrenes Eporif. Das habe ich klein gemacht und habe es ein bisschen zusammengeklebt, so wie ich es wollte, so dass das hier halt wie Westtribüne aussieht. Also sprich die gute alte Aufbauweise, die eigentlich keiner mag, die nicht so wirklich sinnvoll ist, weil ihr habt ja eben gesehen, wie viel Dreck sich dann tatsächlich hier und dann da doch ansammelt. Also es bedarf dann schon der Pflege, dass man hingeht und mal den Sand umwühlt, dass der ganze Schmodder, der sich dann trotz alledem durch meine Schnecken, die ich hier drin habe, ansammelt, weil die produzieren ja im Endeffekt auch Dreck. Die gehen da hin und knabbern an den Scheiben rum, beziehungsweise fressen halt die Algen auf den Scheiben und produzieren natürlich auch Müll. Und dieser Müll sammelt sich dann natürlich an gewissen Stellen. Das ist dann eine Sache des Aufbaus. Es gibt viele schöne Aufbauvarianten. Wie gesagt, der René hat einen Flying Reef, dann habe ich nach Riffkeramik gesehen hier von Miriam, die dann hier entsprechend zwei Sachen zueinander stehen. Sehr filigran, sieht auch sehr, sehr schön aus. Und ja, alles in allem kann man mit diesem Becken sehr viel machen, aber man muss tatsächlich im Hinterkopf behalten, und das ist in meinen Augen das Wichtigste, dass man halt hier wirklich nichts Hochwertiges reinsetzen sollte, wenn man, ich sag jetzt mal, nicht zu viel Aufwand betreiben möchte. Und mit viel Aufwand meine ich tagtäglich dieses Becken hier zu überprüfen, nachzudosieren und, und. Und bei so einem kleinen Becken, ich weiß nicht, ob das, ich sag's mal, Perle vor die Säulen wäre. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und kann auch gerne jeder für sich selber versuchen rauszufinden. Ich hab's versucht rauszufinden oder hab's rausgefunden für mich selber und hab halt festgestellt, nö, das, was ich jetzt hier reingepackt habe, funktioniert so. Will ich auch nicht mehr. Und das sieht dann dementsprechend so aus, wie ich mir das vorstelle. So, jeder hat eine andere Vorstellung und jeder kann es gerne auch probieren und kann auch gerne seine entsprechenden Bemühungen bzw. dann Langzeiterfahrungen auch gerne mal hier unter dieses Video drunter packen oder vielleicht das Ganze mal auf Insta verlinken und mich da auch antaggen, damit ich das mal sehe. Ich habe relativ viele von diesen kleinen Becken auf dem Schirm. Die sehen alle sehr, sehr schön aus. Ist die Frage, ob das dann halt auf lange Zeit vernünftig funktioniert. Dieses Becken läuft ja jetzt schon eine Zeit lang. Zeit blende ich euch unten ein, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und das ist ja im Endeffekt Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja was haben, was A, relativ gut funktioniert, einfach zu pflegen ist und nicht zu viel Arbeit macht. Ich denke mal, das ist das, was wir im Endeffekt alle wollen. Wer natürlich da ein High-End-Becken draus machen möchte und den entsprechenden Aufwand betreiben will, gerne. Ja, aber ist in meinen Augen halt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und eine Kleinigkeit will ich noch anfügen hier. Dieses Becken ist definitiv nicht geeignet für irgendwelche Fische. Ich habe es im ersten Video schon gesagt und ich habe jetzt hier und da dann doch schon mal wieder Rückmeldungen gehört und gekriegt, und wo gesagt wird, ja, kann ich da nicht irgendwas Kleines reinsetzen? Wenn es dann zu groß wird, kann ich ja rausnehmen. Nein, gar keine Fische. Ja, ich sag mal, in einem großen Aquarium kann man sowas vielleicht machen. Ja, ich habe es da drüben im Projekt ja auch gemacht. Da hatte ich den kleinen Rotmeerdock, der war so groß. Der ist da drüben 2 Monate drin geblieben, bis halt das entsprechende der entsprechende Umbau da hinten stattgefunden hat. Und das war der einzige Hintergrund, warum ich da dieses kleine Tier drin gehalten habe.
Und natürlich hat er mir bei den Algen da drüben auch kurzfristig geholfen. Fakt ist aber, hier gehören keine Fische rein. Da ist eine sexy Shrimp drin und die ist in meinen Augen schon, ja, genau richtig. Hier sind dementsprechend Schnecken drin, kann man machen, kleinbleibender Einsiedler, wer es unbedingt will, muss dann aber seine Einrichtung dementsprechend gut befestigen. Alles in allem ein wunderschönes Becken, aber macht da nicht zu viel draus. Kiss. Keep it simple, stupid. Ja, also halte es einfach, Idiot. Piep, ja. das sollte man bei diesem Becken in meinen Augen definitiv hier schon mal beachten. Ja, alles in allem hoffe ich, dass euch dieses Review hier zu dem Amatus XS gefallen hat. Solltet ihr noch Fragen, Nöte, Sorgen, unsittliche Anträge oder Anregungen haben, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Ich bin da für jede Schandtat mehr oder weniger offen. Ja, ansonsten würde ich sagen, das Video war lang genug. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vergesst das Däumchen nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.